Excavation. Chaos Generator. Wir machen mal Chaos Generator. A device known as the Chaos Generator emits a strong disruption field powered by an unknown source. Let's do it. Das wird jetzt auch die letzte Mission erstmal sein für heute. Lasst mich wissen in den Kommentaren, ob es euch gefallen hat, ob ich das ganze Spiel für euch durchspielen soll. Und dann werde ich das hier auf jeden Fall fortsetzen. Also mir macht es extrem Spaß, den nächsten Spiel zu spielen. Es ist nicht 100% oder so, aber es ist jetzt auch das erste Mal durch, das erste Mal spielen. Gucken, was einen so erwartet. Einen Ersteindruck, vielleicht sogar ein erstes Fazit nachher mal. Und ein Zwischenfazit. Wow, das Ding ist nicht ohne.
Alter, die Waffen sind so, so gut. Nice. Ah, die haben Trick-Jumps. Oh, das ist ja geil. Die haben sogar so Trick-Jumping eingebaut. Ohne Witz, wenn so Sachen im Multiplayer eingebaut sind, dann wird das absolut genial. Das war also die Power Source. Alter, das war heftig, aber cool. Jetzt wird's komplett ruhig, ey. Bam. Das Game ist so geil. Jetzt haben wir die blaue Karte. Okay. Level hat mir gut gefallen. Okay. Jo, das war, würde ich mal sagen, wie viel haben wir denn noch vor uns? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. Ich würde mal so sagen, 10, 11, 12 Level sind drin. Das wird wahrscheinlich die erste Kampagne sein.
So, jetzt mal als Zwischenfazit ist es, also wirklich, Alter, das ist der absolute Wahnsinn, das Ding. Super, 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 super gut. Also es macht wahnsinnig Bock, wahnsinnig Laune. Es ist wirklich einer der besten Shooter, die ich seit langem gespielt habe. Meine Bedenken sind natürlich so, wie ich sie schon bei der Demo geäußert habe, dass das Leveldesign vom optischen her immer zugleich bleibt, dass es zu wenig optische Abwechslung gibt. Das bewahrheitet sich im Moment ein bisschen, aber, das ist ja auch nur die erste Kampagne. Wir sind am Anfang vom Early Access. Und wer von euch damals Quake 1 oder Quake 2 oder so gespielt hat, vor allen Dingen Quake 1, der weiß, dass sich da, oder wenn sie sich an dem orientieren, dass es halt so ist, dass jede Kampagne ihren eigenen Look and Feel hat und der wird halt konsequent durchgezogen durch die ganzen Kampagnenlevel. Vielleicht hier und da in Varianten und neuen Elementen, die je weiter man vordringt, sich verändern, ein bisschen neues Zeug dazukommt, aber in einer konsistenten Art und Weise sich präsentieren. Wenn wir jetzt weiter fortschreiten im Early Access und eine weitere Kampagne oder ein weiteres Kapitel dazukommt, dass sich das dann sehr stark unterscheiden wird von dem, was wir hier sehen, vom Level Design. Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ich bin absolut gespannt, was die zwei Jungs uns hier noch in Zukunft zeigen werden. Ich bin sehr, sehr hyped für eine Roadmap von dem Spiel. Und vor allen Dingen bin ich super hyped für den Koop und den Multiplayer-Part, den wir irgendwann wahrscheinlich innerhalb von einem Jahr jetzt bekommen werden. Das ist super cool, ey. In diesem Sinne, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben. Wenn nicht, dann einen Daumen nach unten. Ihr wisst die ganzen Shenanigans. Wir sehen uns bei Part 2, wenn ihr mögt. Lasst es mich wissen unten in den Kommentaren. Gebt ihr mir Bescheid. Danke für eure Zeit und bis zum nächsten Mal.